Name ist Jens Wenzel. Ich bin seit 2003 im Unternehmen und seit 2014 Leiter der mechanischen Standhaltung der Flaschenlinien in der Frische 2. Sachsmilch, das Werk hier in Leppersdorf, wächst stetig. Wir sind ein Unternehmen, die 2700 Leute beschäftigen. Wir bekommen tagtäglich 5 Millionen Liter Milch in das Werk, die verarbeitet werden. Und diese Ware und diese verschiedenen Produkte gehen natürlich weltweit zu ihren Kunden. Mein Name ist Pierre Göring. Ich bin seit 2018 in dem Unternehmen als Leiter Instandhaltung für die Frische 3 tätig. Der Vierfarbenfiller ist 2019 bei uns installiert worden. Dann kam die Inbetriebnahmephase. Technologisch gesehen anders aufgebaut mit Servomotoren, viel Elektrik. Wir haben auch viele Überwachungen in der Maschine. Positive Unterschiede vor allem für die Anlagenfahrer sind die automatisierten Umstellungen der Anlage auf neue Formate. Funktioniert bei uns mittlerweile automatisch. Hinzu kommt, was sehr aufwendig ist, Geländerführungen für unterschiedliche Behälterdurchmesser. Wird bei uns über Motoren realisiert. Das wird alles per Knopfdruck automatisch von der Anlage selbst übernommen. Im Hinblick auf den Service von Kunden sind wir sehr zufrieden. Wir haben mehr oder weniger Stammmonteure, die uns regelmäßig besuchen, die natürlich sich freuen, zu uns zu kommen. Wir freuen, dass sie zu uns kommen. Das ist immer eine sehr gute Zusammenarbeit. Die kennen dann die Gegebenheiten vor Ort. Die Maschinen, die wissen, wo es langläuft. Die Zusammenarbeit mit Krones ist aus meiner Sicht sehr lobenswert. Wenn ich Probleme, Thematiken habe, ich kann jederzeit anrufen. Ich kann den LCS sowie den Support anrufen und somit habe ich immer jemanden, der mich persönlich unterstützen kann.